Bei allen Schwierigkeiten, die wir formuliert haben, und ich hätte die noch vermehren und anfügen können, und einige haben sich ja einfach dem, was gesagt wurde, angeschlossen. Wenn wir jetzt da einsteigen würden, wäre der Tag rum zu sagen, wo sind denn die Schwierigkeiten. Das wird ja auch noch Raum haben, heute vielleicht oder auch in den nächsten Tagen. Können wir einen ganzen Berg anhäufen. Und viele Schwierigkeiten kommen eben auch aus den Prägungen, die wir erfahren haben. Einige haben das Gott sei Dank auch markiert, also erzkatholisch, ja. Oder klassischer Religionsunterricht früherer Prägung, muss man sagen. Das heißt so viel wie, es gibt biblische Geschichte. Ja? Man sattelt das Pferd und reitet bei Adam und Eva los und kommt bei Christi Himmelfahrt raus, in gestrecktem Galopp. Ja? Und alles ist eine ganz glatte Linie, ja? Da gibt es keine Hindernisse, das ist eine vierspurige Autobahn. Ja, zack, der Gaul ist fast tot am Schluss, aber der kommt an. Ja? Geradeaus. Das ist die eine Seite. Ja, das, was man früher, ich denke, die älteren Semester, ich auch noch erlebt habe im Religionsunterricht, was man biblische Geschichte nannte. Da war alles glatt, wunderbar, passte alles zusammen. So. Und dann kam der Schnitt oder geradezu der Bruch. Dann hat man die Lust an der Entdeckung gehabt. Dann durften die Katholischen endlich auch mal richtig Bibelwissenschaft betreiben, was sie zum Beispiel auch unter Johannes dem 23. noch immer nicht durften, ja, weil da auch noch bestimmte Bücher verboten waren. Muss man gerechterweise sagen. Also das ist noch gar nicht so lange her. Und dann haben wir aber gründlich alles nachgeholt, was geht. Und haben keinen Stein auf dem anderen gelassen, sodass ich eben die etwas saloppe Bemerkung Richtung Münsterland, na immerhin nimmt man da die Bibel noch in die Hand. Ja, oder das andere mit dem Stichwort symbolisches Denken, darunter kann man viel verstehen. Ja, aber wenn man oft damit fertig ist, das war eine These von mir, bleibt am Schluss auch nichts übrig. Das heißt, jeder versteht, was er oder was sie will. Ja, und das ist ja auch ein schwieriger Ansatz. Oder das heißt, naja, Bibel ist irgendwie gut, wir lesen die irgendwie im Gottesdienst, sie muss irgendwie auch sein, das ist irgendwie so inzwischen so ein Anstandsbuch geworden, aber bedeutend tut sie eigentlich nichts mehr. Das kommt uns wieder, ich denke noch an den Vortrag von Klaus Berger letzte Woche hier in der KAG, wir werden wieder neu in diese Diskussion hineingestoßen, etwa in der Auseinandersetzung mit dem Koran. Also Sie lesen das jetzt immer wieder in der Zeitung, ja. Letzte Woche ist ein großer Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen von Professor Ohlich, der also sozusagen dem Islam und dem Koran sozusagen den christlichen Weg oder den christlichen Weg, der ja auch sozusagen in Westeuropa gegangen wurde, ihr müsst eine historisch-kritische Methode für den Koran entwickeln und dann wird das auch gut. Vorher können wir irgendwie nicht miteinander reden. Ist ein Vorschlag, über den man nachdenken kann, der sich natürlich auch, und die Muslime werden sich hüten, diesen Weg zu gehen, weil sie sagen, dann handeln wir uns genau den Mist und all die Probleme ein, die ihr gerade am Bein habt. Das wollen wir aber nicht. Und irgendwie sind sie gut beraten, auch gut zu überlegen, diesen Weg zu gehen. Also diese verschiedenen Dinge, mit welcher Methodik seit 2000 Jahren auch an eine solche Schrift herangegangen wird. Innerhalb der Bibel schon gibt es ja auch Auslegungen von Heiliger Schrift, etwa von Psalmen oder vom Verständnis. Ja, das ist ja nicht nur eine Erfindung sozusagen 500 Jahre nach der Bibel, versteht das keiner mehr und jetzt fangen wir mal an rumzudeuten. Und dann gibt es dann ja auch viele Vorurteile. Ja. Entweder Vereinnahmungen von verschiedenen Seiten, das finden Sie auch innerhalb der Kirche. Extrem rechts wie extrem links. Im Zweifelsfall beruft man sich auf die Bibel. Und kann das auch. Das ist ein Buch, es gibt einfach viel her. Ein Buch, das fast alles hergibt. Aber ist das dann auch gültig? Ist es dann nicht irgendwie auch gleichgültig? Ich weiß, weil ich nicht denke. Die Einladung, nochmal sozusagen ein bisschen Tabula Rasa zu machen, wäre vielleicht das Erste. Es klingt ein wenig philosophisch, auch sokratisch. Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber wir könnten das mal ausprobieren. Vielleicht können wir das als Einstieg beim nächsten Mal auch tun, dass wir einen relativ bekannten Bibeltext nehmen oder auch einen unbekannten und wir sofort irgendwie auch manchmal durch Predigten, durch Religionsunterricht oder auch einfach konfessionelle Prägungen ein ganz klares Verständnis haben. Und damit wird der Text immer eindimensional. Also er wäre festgelegt auf eine Bedeutung. Das ist der Text aber in der Regel nie. Der Text hat immer verschiedene Schichten. Man sieht das dadurch, wenn man jetzt nicht nur das biblische Buch anschaut, sondern was ich ja versucht habe, auch in der Bibelschule anzukündigen und was ich hoffentlich einigermaßen einhalten kann, dass es eine Wirkungsgeschichte auch dieser Texte gibt, die uns immer mit betrifft. 2000 Jahre versteht man, liest man, hört man diese Texte.
Und die haben sich niedergeschlagen, gerade auch in unserer Kultur, in der bildenden Kunst, in der Musik, in der Literatur. Allein schon deshalb ist Bibel natürlich Pflichtlektüre.